Und damit herzlich willkommen zurück im zweiten Part für heute, Uncharted 4. Das war ziemlich krass beim letzten Mal noch mit den Gegnern da, die waren sehr hart, aber jetzt geht's weiter in aller Frische und wir schauen jetzt mal, was hinter dieser Tür liegt, die hier versperrt wurde. Okay, dann los, bereit? Die hatten wir schon aufmachen wollen und dann kam plötzlich diese ganze Armee da, die uns da in den Hinterhalt gelockt hat. Von Avery. Wirklich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Okay, also sie hat es ja gerade vorgelesen. Lord Avery gezeichnet. Also es gab Probleme im Paradies zwischen Tu und Avery. Die anderen Gründer waren ja schon alle tot, aber Tu und Avery haben sich auch irgendwie gestritten. Und ja, aber warum haben denn die Jungs von Rafe und Nadine hier nicht den Zettel mitgenommen? Der Zettel war ja essentiell, die sind ja da lang gekommen. Wir sehen ja hier überall die Fußspuren. Oder vielleicht haben sie ihn auch gelesen und wieder hingetan, damit wir keine den auch noch finden können. Sie hören macht eigentlich auf. Keinen Sinn. Okay, und wo sind sie hin? Piratengeister. Tja, hier hören die Fußspuren auf, stimmt schon. Das ist komisch. Das ist unglaublich. Was? Was hast du da? Das ist eine Kopie des britischen Fahndungsaufrufs für Avery. Er war wohl stolz darauf, der meistgesuchte Mann der Welt zu sein. Scheint so, ha? Huh? Scheint so. Tja, wir suchen eigentlich einen Gang. Sams Feuerzeug. Hat er es verloren? Ja, mit Absicht. Was auch immer wir suchen, es muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Tja, irgendwo versteckt. Im Kamin normalerweise, ha? Das ist immer so der gängigste Joke. Ein Gang im Kamin. Gehen wir mal nach oben, schauen mal, ob wir da was finden. Sam war jedenfalls hier. Und da dementsprechend dann auch Nadine und Raves Männer. Schickes Gemälde. Warte mal, kann ich vielleicht hier rüber? Nee. Tja, wir suchen einen Geheimgang. Ich würde sagen, wenn wir nicht finden, gibt es uns früher oder später einen Hinweis. Nate. Ja, was gefunden? Ich glaube schon. Okay, dann müssen wir ja gar kein Rätsel mehr lösen. Dann haben die das ja schon von uns übernommen. Das ist jetzt lustig, weil normalerweise, das habe ich ja schon mal gesagt im letzten Mal, normalerweise ist es immer so, wir finden was und wollen dann wieder raus und dann kommen die Bösen und sagen, Dankeschön, dass ihr schon alles für uns gemacht habt. Und jetzt machen wir es mal andersrum. Jetzt sind die Bösen schon drin und wir sparen uns jetzt die ganzen Rätsel und kommen und sagen Dankeschön und ballern alle tot. Das ist zumindest der Plan. Mal schauen. Im Brief stand, dass Avery seinen Schatz zum Schiff bringen lässt. Ja. Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Dann mal los. Vorsichtig nicht. Hey, bücken. Ja. Oh. Hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt. Mist. Wir werden's rausfinden. Das hier sieht nicht stabil aus. Kapitel 19, Averys Abstieg.
Damit sind wir im nächsten Kapitel angekommen. New Devon hinter uns gelassen. Und jetzt sind wir in seinem Panic Room. Ein Bunker. Ein Gang, der vielleicht zu seinem Schiff führt oder was, um schnell fliehen zu können. Sehr mysteriös alles. Einsturz gefährdet ist die Höhle, ja. Das, sieht man. Da, frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber langsam. Mist. So. Wir wollen ja jetzt nicht in die Reihen laufen, ne? Das wäre blöd. Deswegen müssen wir echt ein bisschen vorsichtig vorgehen jetzt. Sonst landen wir nur als weiterer Gefangener über denen und das bringt uns ja nichts. Dann können wir Sam auch nicht retten. Was war das denn? Oh, sprengen sie wieder? Dienstleute. Die verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Wow, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Sieht aus wie eine ziemlich böse Todesfalle mit ziemlich bösen, bösen Spitzen. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach da lang, wo die Fußschritte lang sind. Das kann ja nicht so verkehrt sein. Wenn die hier lang gekommen sind... Das war mal ein Rätsel. Das ist so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Das war mal ein Rätsel und theoretisch hätten wir das jetzt auch machen müssen, aber Sam hat das halt schon gemacht für den Dienstmänner. Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen. Und die sind hier also schon erfolgreich lang gekommen. Sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich selber rätseln müssen, aber und kein Problem. Entspannen. Gut, dass sie so viele Fußspuren hinterlassen haben. Das macht das Ganze irgendwie sehr einfach. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter ihnen eingestürzt. Hey, lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Ja, Kapitel 19. Ich glaube, dann nähern wir uns wirklich langsam dem Ende. Ich glaube, es wird nicht viel mehr geben als 20, 25. Oh, shit. Verdammt! Da kommen wir nicht mehr lang. Da kommen wir nicht durch. Also ab jetzt müssen wir uns einen eigenen Weg suchen, denn die Fußspuren gingen da lang. Oh nein, nur ein bisschen länger. Mist. Na los. Verdammt. Hey, hast du noch Sams Feuerzeug? Ja, gute Idee. Komm schon. Komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich habe noch Streichhölzer. Wirklich? Na klar. Na bitte. Wow, wir sehen ja sehr viel. Ich sehe absolut gar nichts. Au, sorry. Au, mein Kopf. Es ist halt wirklich komplett schwarz. Hier drüben, sagt sie. Ich sehe gar nichts. Ah, bin gestolpert. Hier drüben. Okay, das ist gut. Danke. Dann sehen wir auch wieder was. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Das macht das Ganze wieder richtig... Ja, das macht das Ganze wieder richtig Oldschool-Höhlenforscher-mäßig. Allerdings. So, hier kommen wir nicht durch, ne? Der andere Gang ist auch zu. Tja, wo können wir dann noch lang? Vermute fast, wir müssen irgendwo hochklettern, aber hier ist jedenfalls alles zu. Tatsache, da oben gibt es ein Loch. Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Ja. Na komm. Okay, los geht's. Okay, und jetzt du. Okay, danke.
So, wir suchen uns jetzt einen alternativen Weg hier durch die Höhle. Der eigentlich gar nicht vorgesehen ist, glaube ich. Ja. Der kann ja nicht geplant gewesen sein, oder? Oder soll es diesen Weg hier geben? Vorsicht. Jedenfalls kommen wir damit in den nächsten Raum. Was zum Henker ist das? Ohne Scheiß. Unheimlich. Das sind alles Knochen, oder? Die Hände, die mich bestahlen. Wow, an diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Mir gefällt's hier nicht. Mir auch nicht. The hands that stole from me. Die Hände, die mich bestahlen. Also, er hat hier die Hände von den ganzen Siedlern wahrscheinlich aufgehängt, ha? Huh? Man hat ja so, es gibt ja so diesen, es gab's ja früher, wenn irgendwer was geklaut hat, hat man halt seine Hand abgehackt. Und der hat halt die ganzen Hände eingesammelt und hier aufgehangen und hat dann gesagt, hier, die haben mich bestohlen, also da hängen wir halt die ganzen Hände auf. Welcher Weg ist denn der richtige? Ich suche mal noch. Ah, okay, dann ist der andere der richtige. Ich dachte, vielleicht gibt's hier noch einen Schatz. Okay, hier kommt auf jeden Fall starker Wind. Sieh mal, Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag Klugscheißer. Übrig. Also hier hängen noch mehr Leichen. Der hat hier in seinen Katakomben noch so einige dunkle Sachen gemacht anscheinend, ha? Der gute Avery. Ist das etwa eine Mumie? Wow, das ist aber ein gruseliger Gang. Ich glaube, da gehe ich nicht rein. Ich glaube, wir schauen erstmal nochmal, ob hier nicht noch was anderes war. Der war zu. Und der hier auch zu. Dann müssen wir tatsächlich in den gruseligen Gang da drüben. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Hier so düstere Skelettgänge. Noch mehr Leichen. Huch, was? Schon. Was war das? Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Gut. Pass auf. Sind die gerade alle explodiert, die Leichen hier? Explodieren die jetzt auch? Verdammt. Tatsache. Die Leichen hier explodieren. So weit, so gut. Wusste doch, dass ich nicht in diesen Gang reingehen will. Ja. Scheiße, Mann. Und fangt ihr jetzt auch an zu brennen? Wahrscheinlich, oder? Komm, wir rennen einfach durch. Mist. Bist du okay? Ja. Jetzt habe ich fast Elena explodieren lassen. Jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Wie sind die denn hier durchgekommen, ohne dass sie alle explodiert sind? Hey, Nate. Irgendwie sind die doch hier durchgekommen. Ist es wirklich kürzer? Ich möchte nur optimistisch sein. Oh, okay. Ja, da würde ich auch runterrutschen, wenn ich nicht weiß, wo ich rauskomme. Gott, ist das eklig hier, Mann. Verdammt. Oh Gott, noch mehr Leichen. Jetzt wird es aber langsam wirklich gruselig hier. Was steht da? The hearts that hardened against me. Diese Kammer hat Avery auch dekoriert. Mehr menschliche Mobiles. Das sind alles Brustkörbe sozusagen, ja? Oh Gott. Avery war komplett krank, Mann. Shit. Noch mehr Selbstmordmumien. Ich will da gar nicht langlaufen, Mann. Ich mag keine Selbstmordmumien mehr. Es reicht mir langsam hier. Können wir hier weiter? Ohne Selbstmordmumien vielleicht? Ja, das ist echt ein bisschen gruselig hier. Nicht schlecht. Toll. Nicht explodieren, okay? Ach, die explodieren eh. Mein Plan ist ja immer einfach rennen dann.
Oh shit. Das war ziemlich knapp. Müssen die denn alle explodieren? Ah, ist das scheiße, gut. Mann. Gut. Ich hätte Ohrstöpsel mitbringen sollen. Schreie ich? Hier sind überall Leichen und die explodieren alle. Nate, Vorsicht. Ja. Und Avery mimt den Ägypter. Nur war diese Mumifizierung nicht, naja, freiwillig. Also das ist mir alles hier ein bisschen sehr suspekt, diese Höhlen mit den explodierenden Leichen. Das ist ein Gang unter dem Schloss von Avery zu einem Schiff oder halt um zu fliehen oder was. Und der hat hier aber, der hat den Keller ja auch noch für andere Dinge benutzt. Leichen aufgehangen und dann auch noch diese explodierenden Mumien hier. Das ist wirklich eklig und komisch. Und gruselig. Aber ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wir sind ja jetzt wirklich nah dran und ich glaube, es wird auch nicht mehr allzu lange gehen. Insofern wird es morgen wahrscheinlich wieder spannend, aber es war ja auch heute spannend. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und dann sehen wir uns morgen wieder. Euer Walle. Bye, bye.